Ja, ich bin Rainer vom Aktionsbündnis Freiheit statt Angst und wir arbeiten seit 3 Jahren hier in Berlin an verschiedenen Kampf gegen verschiedene Überwachungsgesetze, also angefangen mit der Vorratsdatenspeicherung, wo ja vor 2 Jahren das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das eben verfassungswidrig war. Aber es gibt eben leider ganz viele weitere Eingriffe in unsere Freiheitsrechte. Meistens eben kommen die aus europäischer Ebene, dass also zum Beispiel der Schutz der Außengrenzen der EU, dass also Leute da kontrolliert werden. Ein krasses Beispiel ist jetzt die Fluggastdatenweitergabe an die USA. Da hat das Europäische Parlament in der letzten Woche leider zugestimmt, dass Fluggastdaten für Reisende in oder über die USA für 15 Jahre gespeichert werden. Die Leute kommen, also es wird dann gescheckt, ob irgendwelche Verdächtigungen gegen die Leute vorliegen, wobei das eben völlig willkürlich ist, was da als verdächtig gilt. Bei diesen Daten, die da gespeichert werden, ist also zum Beispiel das Mittagessen, was man im Flug bestellt, also ob das koscher oder schweinefleischfrei sein soll. Und aus diesen Daten wird dann zusammen mit anderen Daten, die Geheimdienste vorzuliegen haben, eben ein Profil erstellt und man landet vielleicht auf einer No-Fly-Liste. Das heißt eben, wenn man dann eine Urlaubsreise in oder über die USA antritt, kommt man eventuell eben nicht weiter als bis zum Flughafen. Also wir hatten im November eine Veranstaltung zu dem Thema in Berlin und da hat eine Teilnehmerin erzählt, dass ihr das gerade eine Woche vorher passiert ist. Dann hat man ihrem Partner gesagt, er würde nicht mitbefördert. Und eine Begründung konnte die Fluggesellschaft eben auch nicht geben. Dann haben die beiden sich an die Bundespolizei gewandt, ob eben irgendwas gegen den Mann vorliegt. Das war nicht der Fall. Also die haben einfach gesagt, liegt nicht in unserem Ermessen, das ist Sache eben der Amerikaner. Und ja, so einem Abkommen hat jetzt das Parlament zugestimmt.